Komm zu einem Dialog und hör mal das, was wir sagen. Hör nicht, was die anderen über uns sagen. Die werden viel lügen über uns. Die haben viel gelogen über uns. Hör mal, was wir sagen. Guck nach, ob wir wirklich Beweise haben oder nicht. Und dann kannst du uns angreifen. Wenn du meinst, dass die Beschreibung von Tauhid von Al-Bayt alayhi salam schlechter ist als die Beschreibung von Abu Huraira, dann machen wir einen Kompromiss. Einigen wir uns, dass wir dein Abu Huraira folgen. Wir machen einen Vergleich. Ein Vergleich. Die Vorstellung von Tauhid bei Imam Ali alayhi salam und die Vorstellung von Tauhid bei Abu Huraira. Wie hat Abu Huraira Allah subhanahu wa ta'ala beschrieben mit all diesen Beschreibungen, die sich in euren Sahih befinden? Und wir nehmen eine Khutbah von Imam Ali salamullah alayh in Nahjul Balagha oder in Kitab al-Tawhid lissaduq. Und vergleichen wir. Wenn du meinst, dass diese Erklärung, was Imam Ali alayhi salam geleistet hat, und wer ist Imam Ali alayhi salam? Wenn du nicht glauben möchtest, dass wer Imam Ali alayhi salam ist, dann glaub das Mindeste. Und das Mindeste bei euch ist, dass er Khalifa war. An der Spitze. Wovon Abu Huraira im Leben und im Tod träumen konnte. Nicht träumen konnte. Das heißt, wenn wir nur das betrachten oder in Betracht ziehen würden, das reicht auch. Nehmen wir Ali als Khalifa Nummer 4. Rechtleitender Khalifa. Khalifa. Rechtleitender Khalifa. Wie bitte? Rechtgeleitet. Rechtleitend. Also leitet recht. Also, es gibt auch eine Erklärung, sagt der rechtgeleitete, rechtleitende Khalifa. Beides. So, wenn Ali a.s. rechtleitender Khalifa ist, dann haben wir schon Ali a.s. beschrieben. Wer ist Abu Huraira? Die sagen Taube der Moschee. Taube von der Moschee. Warum Taube von der Moschee? Weil er stand immer vor einem Moscheeeingang und hat dort gebettelt, so dass er angeblich lernen wollte, was der Koran lautet, so dass sie ihn füttern, dass sie ihn satt machen. Pro Vers so und so viel essen. Hat er selber zugeben, in Sahih Bukhari. Damit du nicht sagst hier, was in Sahih Bukhari steht geschrieben, dass er selber in den Islam hineingegangen ist, damit er satt wird, damit sein Bauch voll wird. So, jetzt nehmen wir sein Tauhid, worauf ihr eure Glaube der Al-Salaf basiert, und nehmen wir Tauhid Ali alayhi salam, worauf wir uns basieren. Und vergleichen wir, wenn du uns davon überzeugt, lassen wir Ali. Verlassen wir Ali alayhi salam. Komm zu einem Dialog, zu einem vernünftigen, ruhigen Dialog. Nimm mal mit, wem du willst. Und klären wir das Ganze. Wenn du uns wirklich überzeugen kannst von dem, was du anbietest, wenn du uns wirklich zum Paradies einladen könntest, wir sind dir dankbar. Wir wollen gerne ein Paradies, wir wollen ins Paradies, wir wollen natürlich nichts anderes. Und dann gucken wir, wir machen unsere Vorstellung von unserem Paradies und du machst deine Vorstellung zu deinem Paradies. Und gucken wir, wer Recht hat. Und folgen wir das Recht. Und das Recht ist ihr zu folgen. Das war erstmal zwischendurch. Aber ohne Imam, es ist nicht möglich, das Leben zu führen. Ohne Imam ist es nicht möglich, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Ohne Imam ist nicht möglich, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu erkennen. Und das ist alles nachweisbar. Ob das jetzt hier vernünftigerweise geredet wird, also durch die Vernunft, oder durch die Belege, durch die Überlieferungen. Das heißt, ohne Imam ist unmöglich zu glauben. Die Glaube, die ganze Botschaft, die ganze Linie von Adam salamullah alayhi, bis heute ist ungültig ohne Imam. Hat keine Gültigkeit.